Also, jetzt gehen wir mal in die Stadt und gucken uns mal die Altstadt an. Hast du schon gesagt, wo wir sind? Nö. Hallo? Muss ich sagen, wo wir sind? Ja, genau. Das habe ich ganz vergessen. Also, wir sind jetzt in Eben angekommen, auf jeden Fall. Weil wir machen nämlich. Was machen wir wieder? Wir hatten heute ein Familientreffen. Ja. Das war der Anlass. Und jetzt haben wir gesagt, wollen wir am Sonntag schon wieder ein Familientreffen haben ja, genau. und festgestellt haben, dass alles an der Burgenstraße liegt. Dann machen wir eine kleine Tour entlang der Burgenstraße. Genau. Von Unterfranken bis Mittelfranken. genau. Und weil Ebern ja auch an der Burgenstraße liegt, wie wir Genau. gerade festgestellt haben, fangen wir in Ebern an. So, und jetzt gucken wir uns mal die Stadt an. Also, los geht's. Ja. Also, so wie das aussieht, hat Ebern nämlich auch eine Stadtmauer, so wie es aussieht, ne? Gucken wir mal entlang. An Ebern heißt ja Was? sogar, ist ja, heißt ja sogar Frankens Kegelspiel, weil es hatte früher mal 8 oder 9 Türme. Echt? Gibt aber, glaube ich, bloß noch 4 oder 5. Okay. Habe ich auch noch nicht Und gehört. aus der Ferne hat es halt ausgesehen wie Kegel. Und da geht es zur Altstadt. Also in 2 Minuten ist man mitten in der Stadt, obwohl der Platz so ruhig ist. Aha, cool. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Altstadt an. Sind Sie weiter, wo es lang geht oder was? Ja, sehr gut. Aha, da ist schon mal eine. Und da vorne war noch mal eine. So, jetzt sind wir schon in der Stadt. Fast. Jawohl, jetzt sind wir schon, wo die Kirche ist. Schlecht. So, jetzt haben wir unseren Stadtrundgang beendet und sind wieder am Wohnmobil. Jetzt zeige ich euch mal einen Schwenk über den Stellplatz. Der ist nämlich gar nicht so schlecht. Das ist nämlich auch ein Topplatz offiziell. Der Platz ist super gelegen, ist ruhig und man ist in 5 Minuten in der Stadt. Also quasi idealer Standort. Guckt euch an. Der Platz hat 20 Plätze und ist eigentlich schön gelegen. Wir haben den Platz Nummer 20. Und morgen, bevor es weitergeht, zeige ich euch mal die Fernentzeugung und die anderen Einrichtungen vom Platz. Also, jetzt machen wir uns noch einen schönen gemütlichen Sommerabend und wir sehen uns dann morgen früh. Bis denn. Guten Morgen. So, bevor wir jetzt weiterfahren, zeige ich euch mal nochmal den Stellplatz und zeige euch mal die Fernentsorgung. Also, es gibt auch Strom auf dem Platz. Zeige ich euch mal kurz. Also, da seht ihr es. Für 1 Euro kriegt man 2 kW Strom und wer Strom braucht, ist ausreichend. So, dann gehen wir mal
zur Fernentsorgung, die ist nämlich neben dem Platz. Da muss man auf dem Platz runter vor. Und da drüben, wo das Häusle ist, da gehen wir mal hin. Da ist es. Das zeige ich euch jetzt einmal. Also der Platz kostet 8,50 pro Nacht. Und man kriegt dann beim Platzwart einen Schlüssel. Zu dem hat man dann Zugang zu dem Häusle, wo wir jetzt hingehen. Das braucht man nämlich dann auch, um die Fernentsorgung und das ganze Zeug zu benutzen. Also Leute, jetzt zeige ich euch mal den Innenbereich. Und wir haben gerade Glück, denn der Alex ist gerade da. Das ist nämlich, wie ihr sehen könnt, der Platzhirsch. Also mit anderen Worten, der nette Platzwart, der immer so zuvorkommend zu den Leuten ist. Also Leute, ich zeige es euch nochmal. Da gibt es Duschen und da steht der Waschmaschine und der Trockner. Da drüben ist dann dieses für die Chemietoilette. Alles sehr sauber. Und da hängt der Schlüssel fürs Außenwasser. Da muss man dann vorher da einen Hahn aufdrehen. Dann funktioniert es auch wieder. Danach natürlich wieder zumachen. Und wie gesagt, da ist der Schlüssel. Und so sieht es jetzt dahinter aus. So, und jetzt stelle ich euch mal den Alex vor. Der sitzt nämlich da gerade und macht seine Arbeit, so wie das aussieht. Sag doch mal Hallo. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Genau, also das ist der Platzhirsch, der Platz bei der Alex. Der freundliche Mann, der dir über alles Auskunft gibt, hat er gestern erzählt. Finde ich cool, dass jemand da ist, der den Leuten einmal sagt, pass auf, da ist der Bäcker und da findest du das und da findest du das. Und da gibt es die besten Steaks. Genau, 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 das ist ganz wichtig. Das, sowas schätzt der Wohnmobilfahrer, das finde ich toll. Vielen Dank. Jo. Also, wir müssen dann weiter. Macht's gut. Bleib gesund, fahr vorsichtig. So ist es. Und wir sehen uns wieder. Okay, Alex, bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja. Pass auf, Stufe. Machen wir. So, und jetzt packen wir langsam zusammen und machen uns weiter. Und wir wollen noch ein paar oder eine oder mehrere Burgen angucken, weil wir sind ja auf der Burgenstraße unterwegs, haben wir gesagt. Also. Das war's von dem Platz und jetzt geht's weiter. Also, jetzt haben wir unser erstes Ziel erreicht. Schatzi, wo sind wir jetzt? Guten Morgen in Schloss Eirichshof. Das gehört zu Ebern. Ah ja, das gucken wir jetzt einmal an. Ui. Also hier im Schloss, da gibt es auch Events oder Feiern, weil heute Nachmittag ist nämlich da wahrscheinlich eine Hochzeit. Ne? Man sieht nämlich, die decken nämlich schon fest ein. Da guckt euch an, da wird schon mal das Ei gedeckt. Wow.
So, jetzt geht es durch den Wald hoch zur Burg. Dann gucken wir mal, wie steil der Aufstieg jetzt wieder wird. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. So unwegsame Wege. Aber das kriegen wir schon. So, wir sind oben an der Ruine. Rotenhahn heißt die. Ja, so hat die mal ausgesehen. Wo es noch eine Burg war. Und da habt ihr mal einen Grundrissplan. Mehr oder weniger. Und so sieht es gerade aus. Wir gucken es mal an. Und der Besitzer ist der gleiche wie der, dem das Schloss gehört, das Schloss Eirichshof. Deswegen darf man auch nicht ins Schloss, sondern bloß die Außenanlagen besichtigen, weil es im Privatbesitz ist. Ah ja. Und diese Burg hat früher auch denen zu roten Haaren gehört. Also wenn man das Bild so anguckt, hat es da ganz viele Burgen gegeben, ne? Das ist ja auch, nennen sie ja auch das Burgeneck. Eben ist das Tor zum Burgeneck. Es liegt an der Burgenstraße. Aber das hier ist das Burgeneck, weil es so viele gibt. Aber halt viele sind bloß noch Ruinen. Ja, genau, die sehen dann so aus wie das da. Also wir gucken uns das mal genauer an. Zerstörung. Also, jetzt sind wir 90 Kilometer gefahren und sind an dem neuen Platz angekommen. Schatzi, wie ist der Platz, wo wir jetzt sind? In Kadolzburg. Und da gibt es dann morgen? Da gibt es nach heute Abend, beim Abendspaziergang, gibt es auch eine Burg und die gucken wir an. Die Kadolzburg. Jawohl. Weil wir sind ja schließlich an der Burgenstraße. Genau. Und jetzt schwenken wir mal von unten Sitzplatz aus über den Platz. Und den restlichen Platz zeige ich euch morgen. Jetzt machen wir mal eine Abendgassi-Runde und gucken uns mal diese Burg an. Von hier aus sieht man sie schon mal ein bisschen. Zeige ich euch. Jetzt gehen wir mal rein, ne? Und gucken uns mal das von innen an. Ja.
Das ist doch mal schon eine Burg. Aber leider schon zu. Für Besucher, meine ich. Schade, ne? Ja, da hüten wir mal wegen Nutzgarten. Salat. Und alles Gedöns. Und da hüben voll die Blumenwiese. Bevor wir jetzt weiterfahren, zeige ich euch mal die Fernentsorgung. Also da gehen wir mal hin und gucken uns das mal an. So. Da gibt es dann einen Bodeneinlass, wie sich das gehört. Und schön getrennt nebendran eine separate Stelle für die Chemietoilette mit Nachspülung, dann natürlich örtlich getrennt, wie sich das gehört, Frischwasser, alles aus Edelstahl, Wasser gibt es für 1 Euro, 100 Liter und wenn man will, gibt es natürlich Stromanschluss, wie ihr seht. Des Weiteren gibt es hier eine Toilette, behindertengerecht, ganz modern gemacht, wird auch täglich gereinigt und was auch täglich gemacht wird, ist der Müll, wird auch täglich geleert. Also ganz vorbildlich gemacht alles. Coole an der ganzen Sache ist, der Platz ist offiziell kostenlos. Das waren jetzt die Informationen über den Platz. Und jetzt ziehen wir dann weiter ans nächste Ziel. So machen wir es. Jetzt machen wir noch einmal einen Zwischenstopp auf dem Weg zum Endziel. Hey Schatzi, wo machen wir jetzt unseren Zwischenstopp? Wieder eine Burg. Genau. Eine Festung. Und auf dem Weg dahin, wo sind wir einiges als Endziel? Wir wollen zu der Burg Kollenburg. Ja, Kollenberg. Genau. Okay, und jetzt machen wir, gucken wir mal Kollenberg. Da drüben. Das ist nämlich auch nochmal so eine Burg. Und die gucken wir jetzt an. Also, jetzt sind wir in Kollenberg und laufen mal hoch auf die Burg und gucken uns da auch mal um.
Ja, Leute, wir sind wieder zu Hause. Viel gibt es nichts mehr zu sagen, außer das Übliche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, eure Womo-Junkies. Bis demnächst.